Tag und herzlich willkommen zum dem Webinar heute Optionsstrategien in der Praxis. Ich freue mich sehr, dass wir diese Webinarreihe, die wir schon im letzten Jahr mit Thorsten Eberhard zusammen veranstaltet haben, wieder fortfahren können. Fast auf den Tag 5 Monate ist es her. Ich freue mich sehr, Thorsten, dass du die Zeit und Lust wieder gefunden hast, mit uns hier diese Veranstaltung zu machen. Und ich freue mich natürlich auch, dass so viele hier zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Nelson Cardoso-Deto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED und wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und auch wenn es hier in dem Risikohinweis unter anderem auch von CFDs gesprochen wird, geht es ja heute, wie der Titel schon sagt, viel mehr um Optionen. So, und damit übergebe ich natürlich sehr gerne den Bildschirm. Und ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte, Thorsten. Ich denke, du siehst auch die Fragen bzw. Fragefenster. Und ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank, lieber Nelson. Ich freue mich natürlich. Ich begrüße erstmal alle Zuhörer, alle Zuschauer. Ich sehe schon, es ist eine doch rege Anzahl um 15.30 Uhr, kurz vor dem langen Wochenende. Zumindest die meisten, denke ich mal, haben dann den Freitag wahrscheinlich auch frei. Aber eins kann ich vorher sagen. Wir bei Options for Winners machen nicht frei, weil Börse hat auf. Und wir traden natürlich für ein regelmäßiges Income, für ein regelmäßige Einnahmen. Und wir versuchen natürlich immer den Drawdown, also die Verluste wirklich klein zu halten. Kurze Frage, welchen Bildschirm seht ihr? Seht ihr meine Homepage oder seht ihr die Trader Workstation? Wir sehen die Trader Workstation. Sehr gut, genau, sehr gut. Ja, wir starten heute mit einer Optionsstrategie und dazu bekam ich auch schon eine Menge Fragen, weil es kommt natürlich vor, dass man nicht weiß, ob ein Kurs jetzt aufwärts oder abwärts geht und dann versucht man natürlich irgendwas zu finden, das auch in Seitwärtsmärkten funktioniert, beziehungsweise aber auch mitunter in Auf- und in Abwärtsmärkten. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Strategie, die heißt Iron Condor. Ja, also viele haben schon davon gehört, aber wissen vielleicht gar nicht, wann man den Iron Condor anwendet, wie man den Iron Condor anwendet und was die Vor- und Nachteile von Iron Condor sind. Und da gehen wir auch heute näher drauf ein, auch anhand eines Beispieles. Und wir werden, ich hoffe, dass der Markt, das sieht gut aus, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dann werden wir auch mal in der Trader Workstation, also in der Plattform, über die wir unsere Optionen ja auch traden, mal einen Iron Condor aufsetzen. Eins vorab gesagt, ich trade regelmäßig den Iron Condor und regelmäßig heißt jetzt nicht alle 2 Monate, sondern persönlich trade ich den wirklich wöchentlich, also Minimum wöchentlich trade ich den Iron Condor und wir im Club haben auch Iron Condor offen und ich kann das mal kurz zeigen, wie das hier so aussieht. Wir haben nämlich hier auch über FX Flat einen Account für den Club und hier kann man schon einen Iron Condor sehen. Ja, das ist dieser QQQ, das ist ein ETF auf den Nasdaq und der ist jetzt hier ein bisschen auseinander. Und warum? Ja, wir haben eine Option schon vorher geschlossen und diese nach oben gerollt. Ja, was ich damit meine, werde ich gleich zeigen, weil wir wollen uns natürlich auch entsprechend der Marktsituation bestens aufstellen. Und da kann man natürlich mit Optionen viel tun. Und ein Werkzeug ist mitunter auch das Rollen. Ja? Und das gucken wir uns dann auch gleich mal an. Ich wechsle kurz den Bildschirm, beziehungsweise ich rufe jetzt hier die Präsentation auf. Das ist die Agenda. Ja, zunächst einmal klären wir die Frage, was ein Iron Condor ist, warum wir den Iron Condor traden. Wir schauen uns mal an, wie die optimalen Voraussetzungen für einen Iron Condor ist. Wir wissen ja, Optionen,
Ja, die haben Sensitivitätskennzahlen, die Griechen, und die reagieren natürlich auch unterschiedlich auf Marktsituationen. Und da versuchen wir uns natürlich das Beste rauszusuchen. Ich sage immer, als erfolgreicher Optionshändler muss man ein guter Koch sein. Ja, also persönlich muss ich mal vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte heute eine große Herausforderung im Supermarkt, weil, so blöd es klingt, ich gehe normalerweise nicht in den Supermarkt einkaufen, sondern das übernimmt dankenswerterweise meine Frau, die aber zurzeit im Ausland im Urlaub ist. Und da habe ich gemerkt, ui, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge, worauf man achten muss, wenn man schlussendlich auch ein Ergebnis haben möchte, ja, dass das auch noch dann schmeckt. Und genauso ist es halt beim Optionshandel, ne, es nützt nichts, wenn man eine gute Idee hat, aber die Zutaten, ja, die Zutaten fehlen oder beziehungsweise sind falsch, dann ist das natürlich schlecht. Und natürlich, wenn man jetzt den Herd angemacht hat und da geht was schief, da muss man natürlich auch wissen, was man macht. Das ist beim Optionshandel natürlich auch wichtig. Und ja, richtige Exits, ja, also wann gehe ich raus, ne? Also wann muss ich jetzt beispielsweise das Wasser beim Kochen von Nudeln mal abstellen, ja, damit die noch, ich sag's mal so, al dente bleiben mit Biss, ja. Und genauso ist es beim Optionshandel auch. Da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir ja auch an der einen oder anderen Stelle Gewinne mitnehmen, weil eins ist ja der Vorteil eigentlich beim Option Selling, also bei dem Verkaufen von Optionen. Wir bekommen eine Prämie, die kriegen wir direkt zu Beginn. Ja, und damit haben wir ja eigentlich schon den Profit fixiert. Das ist ja häufig immer das Problem beim Aktientrading. Ja, soll ich jetzt rausgehen oder nicht? Ne, diese Frage hier mit dem Gewinn ist ja in Anführungszeichen schon beantwortet mit der Prämie, weil man hier definitiv weiß, was einem maximal erwartet. Was natürlich die Kehrseite der Medaille ist, ist der Verlust. Der Verlust, der kann im Zweifel unbegrenzt hoch sein. Ja, da gibt es Trades, die haben einen Defined Risk, und einige Trades, die haben Undefined Risk, also was jetzt zu Deutsch heißt. Bei dem einen Trade, da haben wir wirklich ein definiertes Risiko, wie hier beim Iron Condor. Ja, da sind wir abgesichert, aber da gibt es natürlich auch Strategien. Ja, Iron Condor Light oder anders ausgedrückt der Short Strangle, da kann man natürlich endlose Verluste mit generieren. Und wenn wir uns gleich nochmal einen Blick in unsere Club-Trades erlauben dürfen, ja, da wird der ein oder andere sagen, das sind ja auch alles kleine Brötchen, die ihr da backt. Ja, definitiv. Wir backen kleine Brötchen, aber wir backen viele. Ja, wir backen viele, und dann kommt schon eine Summe zusammen. Und wichtig dabei ist, wenn man kleine Brötchen backt, damit, dass man halt nicht welche dabei hat, die sozusagen die ganzen gesunden Brötchen mit nach unten ziehen. Ja, also da muss man darauf achten, dass man ja so toxische Trades wirklich frühzeitig schließt. Und Hoffnung, das wissen wir auch, gehört hier nicht in die Börse, sondern irgendwo in die Kirche. Und damit muss man natürlich dann auch handhaben. Und das zu handhaben ist nicht einfach, besonders nicht für den Beginn. Und deshalb ist der Iron Condor für mich, auch wenn er für den Anfänger zunächst als komplex erscheint, trotzdem noch eine Strategie, die ich also Anfängern empfehlen würde. Und jetzt viel geredet, gucken wir uns das mal an. Ich habe hier einen kleinen Screenshot aus OptionStrat. OptionStrat gehen wir jetzt auch drauf. Das ist das Tool. Das kann man auch kostenlos nutzen, und dann kann man sich hier auch die einzelnen Strategien mal anschauen. Und das Schöne ist, ich gehe jetzt hier mal auf Iron Condor. Es wird auch erklärt, für welche Richtung der Iron Condor ist, und dann kann man hier natürlich schön die Optionen verschieben. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal drauf ein, und ich nehme jetzt mal einen Basiswert, den ich häufiger trade, und das ist beispielsweise nicht nur der QQQ-ETF auf den Nasdaq, sondern auch der SPY. Das ist der ETF auf den S&P 500. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon von dem IWM gehört. Das ist der ETF auf den Russell 2000, also auf die Nebenwerte. Das sind alles welche, die man immer und immer wieder hierfür nutzen kann, weil der Vorteil
von diesen ETF liegt natürlich mitunter auch daran, dass wir nicht diese quartalsweise Earnings haben. Ja, wir haben ja letztens, ich weiß nicht, ob einer von euch das auch zugeschaut hat mit dem Markus Runau von TradeScanner, da haben wir ja auch die Earnings-Trades besprochen und da sprachen wir ja auch über den also impliziten Volatilitätscrush, ja, dass man nach den Earnings mit einem Rückgang der impliziten Volatilitäten rechnen kann. Ja, das ist natürlich positiv, wenn man Earnings-Trade macht. Wenn man jetzt aber einen normalen Trade macht, kann natürlich sowas auch komplett kontraproduktiv sein. Deshalb in der Brot- und Butter-Strategie, die ich ja immer trade, ja, da geht es darum, möglichst hohe Wahrscheinlichkeiten zu haben, dass es ein Erfolg wird. Und alles, was dem Erfolg entgegenwirken könnte, das versuchen wir natürlich zu exkludieren. Und dazu gehören die Earnings. Ja, das heißt, wenn wir jetzt eine Brot- und Butter-Strategie machen, das sind meistens verkaufte Optionen, verkaufte Put-Optionen auf Underlyings. Das heißt, wir gehen eigentlich eher bullish in diese Brot- und Butter-Strategie rein. Da versuchen wir Laufzeiten zu wählen, wo entweder die Earnings gar nicht da sind. Das ist in der Earnings-Season, in der Earnings-Saison natürlich schwer. Oder wir versuchen das so zu machen, dass die Earnings immer am Ende der Laufzeit sind, weil wir gehen in der Regel davon aus, dass wir nicht verfallen lassen, sondern dass wir frühzeitig aus dem Trade rausgehen und deshalb stören uns dann die Earnings nicht. Wir gucken uns jetzt aber nochmal den Iron Condor hier an. Und der Iron Condor, der besteht aus zwei Teilen. Ja, das heißt, hier haben wir einen Teil und hier haben wir einen Teil. Alle diese Optionen, diese vier Optionen oder auch vier Legs genannt, beziehen sich auf den gleichen, logischerweise, Basiswert, das ist der SPY, und haben die gleiche Laufzeit, hier in dem Fall 66 Tage. Wir haben auf der Unterseite warum? Ja, hier ist der Kurs, hier ist die Unterseite, haben wir zum einen eine verkaufte Put-Option, das ist das hier. Dann haben wir darunter liegen eine gekaufte Put-Option. Auf der Oberseite haben wir eine verkaufte Call-Option und darüber eine gekaufte Call-Option. Das heißt, hier sind auf der Unter- und auf der Oberseite jeweils zwei Optionen. Der untere nennt sich auch Bull-Put-Spread und der obere nennt sich Bear-Call-Spread. Dominieren tun hier die verkauften Optionen. Und warum? Die sind näher am Kurs. Und weil sie näher am Kurs sind, sind sie auch von der Prämie höher. Ja, das heißt, wir haben auf der verkauften Put-Seite und auf der verkauften Call-Seite höhere Prämien als der gekauften Option, ja, sowohl beim Put als auch Call. Das heißt, summa summarum machen wir hier oben Profit, also Prämie. Wir kriegen diese direkt am Anfang und auf der Unterseite auch. Das heißt, wir bekommen hier sowohl für die Ober- als auch für die Unterseite eine Prämie. Das ist natürlich doppelt schön. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wann ist es denn jetzt positiv für einen Bull-Put-Spread, also für die Unterseite, und wann ist es jetzt positiv für einen Bear-Call-Spread auf der Oberseite? Der Bear-Call-Spread grundsätzlich profitiert, wenn der Kurs fällt. Der Bull-Put-Spread grundsätzlich, wenn der Kurs steigt. Das heißt, die wirken sozusagen entgegen und deshalb sind wir neutral. Ja, das heißt, wir profitieren hier im besten Fall dann, wenn der Kurs sich seitwärts entwickelt. Da aber die Oberseite, die verkaufte Call-Option, als auch die verkaufte Put-Option auf der Unterseite einen größeren Abstand haben, kann ruhig der Kurs auch nach oben und nach unten sich entwickeln. Es ist noch in der Range und von daher weiterhin positiv, ja, und hier seitwärts auch. Das heißt, hier haben wir schon eine hohe Wahrscheinlichkeit,
dass wir hier profitabel sind. Wenn wir uns das jetzt aber mal hier bei dem Iron Condor angucken, ja, bei diesem Iron Condor hier, und wir wechseln mal zu einem Setup. Und wir nehmen dieses Regelwerk. Ja, und dieses Regelwerk sagt, wir wollen circa 45 bis 60 Tage Laufzeit haben. Ja, das muss man jetzt nicht päpstlicher als der Papst sehen. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter ist auch nicht schlimm. Die verkauften Optionen sollen so zwischen Delta 10 und 20 liegen. Erste Standardabweichung ist ungefähr bei 16. Und die erste Standardabweichung sagt zugleich auch aus, ne, kommt aus der Statistik, dass wenn man sich innerhalb dieser sich befindet, dass man circa 68% wahrscheinlich ist, dass man erfolgreich wird. Das wäre mit der ersten Standardabweichung. Da muss man natürlich überlegen, wie weit soll die gekaufte Option von der verkauften Option entfernt sein. Und hier haben wir wieder das Thema, das wird wahrscheinlich doch nicht weniger. Ja, die Hoffnung ist leider ein bisschen zunichte gegangen. Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir hier nicht zu viel für die gekauften Optionen ausgeben, weil wenn diese wertlos verfallen, ja, oder verlustig sind, dann geht das an die 20.000 Verlustverrechnung. Und wir dürfen als Privatanleger in Deutschland, ja, wenn wir steuerlich hier in Deutschland sind, dürfen wir nicht mehr als 20.000 Verlust verrechnen. Ja, das heißt natürlich, wenn wir jetzt 40.000 Verlust gemacht haben, ja, wir dürfen nur 20.000 nehmen. Ja. Beispiel 100.000 Gewinn, 40.000 Verlust. Wir dürfen jetzt nur 20.000 Verlust anrechnen. Ja, das heißt, wir würden jetzt hier nicht auf 60.000 Gewinn, ne, also auf diesen genetteten Gewinn, die Steuern zahlen, sondern auf, ja, leider Gottes 80.000. Ja, das ist halt diese 20.000 Verlustverrechnung. Und wenn man viel mit gekauften Optionen zugange ist, also wenn man wirklich viel tradet, ja, dann kommt das doch schon schnell zusammen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es viele Dinge. Ne, das ist bei Futures, wenn man die verlustig trade, die muss man anrechnen. Wenn man jetzt auch Cash gesettelte Optionen verlustig, die werden auch angerechnet. Also da sollte man sich schon so ein bisschen mit der Thematik beschäftigen. Aber für einen Anfänger, der am Anfang dabei ist und nicht direkt zum Daytrader wird mit Long-Optionen, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben ja gesagt, Delta 10 bis 20 soll die verkaufte Option sein. Das heißt, hier müssen wir gucken. Hier sind wir jetzt gerade bei Delta 37. Da rollen wir ein bisschen nach hinten. Und jetzt sehen wir, hier sind wir bei Delta 20. Hier sind wir jetzt bei Delta 18. Lassen wir das mal so stehen. Das Gleiche machen wir auch auf der Call-Seite. Wir gehen auf die verkaufte Call. Hier hätten wir jetzt gerade Delta 48. Ne? Also hier im Minus müssen wir jetzt natürlich hier auf Delta 10 gehen. Gucken wir uns das mal an. Sind wir jetzt hier Delta 10. Gehen wir ein bisschen näher dran. Wären wir jetzt hier bei Delta 16. Jetzt haben wir hierdurch verdient, ja, also durch den Verkauf dieser Option generieren wir 406 Dollar. Das sind immer 100, ne, deshalb 406 mal 100 sind 406 Dollar. Ne, diese Option hat eine Kontraktgröße von 100. Und hier die 435, da kriegen wir 152 Dollar für. So, und jetzt kommen wir zu dieser gekauften Seite. Ja, wie gehen wir mit den gekauften um? Und da habe ich ja auch gesagt, je nachdem, ich schließe mal kurz eine Sekunde, je nachdem, ob man jetzt eng, also einen kurzen Abstand haben will oder weit, muss man natürlich beachten, wie gesagt, mit dem 20K. Aber das hat natürlich auch einen Grund. Ich nehme jetzt mal hier 5. So, jetzt würden wir hierfür 352 Dollar bezahlen für die gekaufte. Und hier für 82 Cent. In Summe, hier steht es ja, ist es ein Net Credit. Das heißt, ein Credit Spread. Wir verdienen Prämie. Wie gesagt, wir sind mit den verkauften Optionen näher am aktuellen Kurs als mit den gekauften Optionen. Ja, das heißt, hier würden wir 124 Dollar verdienen.
Und wenn wir uns das jetzt mal in der Range hier anschauen, sehen wir hier auch die Ecken hier oben. Hier oben, das ist auf der einen Seite die 385. Und auf der anderen Seite die 435. Wenn jetzt also der Kurs des Underlyings, also der SPY, der ETF auf den SPY, sich innerhalb dieser Range bewegt, sind wir nicht im Geld. Wir sind sozusagen genau da, wo wir sein wollen. Wir könnten jetzt theoretisch aber auch den Break-Even nehmen. Der Break-Even, der errechnet sich wie? Den Strike-Preis abzüglich der Prämie. Ja, das ist dann unser Break-Even. Also ab dann wird es am Tag des Verfalls, at expiration, wird es für uns ungemütlich. Wir haben trotzdem eine wirklich ordentliche Range. Die Trefferwahrscheinlichkeit, Ceteris Paribus, ne, mit der Volatilität und so weiter, wären wir jetzt ungefähr bei 66%. Ja, ich habe es ja auch geschrieben, so ungefähr sollte man darauf achten, dass man auf 70% kommt. Ne, das kann man natürlich noch ein bisschen hier verändern. Und dann kann man den Trade ohne Probleme auch aufsetzen. Ja, jetzt hätten wir eine Chance of Profit von 70%, würden jetzt natürlich ein bisschen weniger verdienen, weil wir jetzt auch ein bisschen weiter, ein bisschen mehr Puffer uns eingeräumt haben, dann wären wir jetzt bei 70% Trefferquote. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz überlegen, was passieren könnte, wenn. Wir haben jetzt die 380 und die 435. Wir wechseln jetzt mal in die Trading View. Das ist jetzt die TradingView, das ist die Online-Chart-Plattform, die ich auch wärmstens empfehlen kann. Auch hier reicht ein kostenloser Zugang aus, außer man möchte mit viel Alerts und vielen Indikatoren arbeiten, dann wäre wahrscheinlich ein kostenpflichtiger Zugang zu empfehlen. Aber ansonsten, dafür haben wir ja auch den O4W Best Indikator programmiert, der, wie man sieht, hat drei verschiedene Farben. Und der basiert also auf viele Subindikatoren, aber für den kostenlosen Zugang ist dieser auch gemacht. Ja, also dass du nicht viel hin und her gucken musst. Ja, sonst müsstest du jetzt hier auf den MACD gucken, auf den RSI gucken, auf den Stochastik, auf den ADX. Da gibt es so viele. Das ist hier drin. Und anhand der Kerzenfarbe, die ja normalerweise rot-grün ist, also rot für fallenden Kurs, grün für steigenden Kurs, sind hier drei verschiedene Farben. Das ist nämlich rot-bärisch, grün-bullisch und weiß-neutral. Also jetzt nur mal kurz zum Verständnis, falls die Frage auf einmal kommt, wieso sind da weiße Kerzen bei? Jetzt sind wir weiß, das heißt, wir wären jetzt neutral und wir haben es gesagt, wir gucken uns jetzt mal, ob es der SPY oder der SPX ist. Das ist jetzt hier auch wurscht, weil der SPX ist ja jetzt der Index. Ich möchte doch mal kurz erklären, was wir hier haben. Ja, ich hole mir jetzt mal ein paar Linien hier rein. So. Hier sagen wir jetzt, hier wären jetzt die 380, hier wären die 435, 430 und, Entschuldigung, 440, eine mache ich sofort weg. Gucken wir nochmal kurz, 435, 440, genau richtig. So, jetzt haben wir den Kurs hier und müssen natürlich hoffen, ja, dass der Kurs des Underlyings sich in der Zeit der Option, ja, wir haben ja jetzt hier, glaube ich, 66 Tage, hier zwischen bewegt. Ja, das ist natürlich alles schön. Also wenn sich das hier bewegt, ist alles gut, sind wir happy. Jetzt kann es bei dem ETF ist es weniger der Fall, bei Aktien ist es doch häufiger, ja besonders wenn man sich hochvolatile holt, dass man dann auch mal mit einem Short Squeeze oder mit einem kleinen Crash da rechnen darf. Das ist jetzt hier in der Regel nicht der Fall. Wir müssen natürlich auch immer überlegen, was auch außerhalb der Regel ist. Ja, deshalb gehen wir auch abgesichert hier rein.
und überlegen uns jetzt, was hat das eigentlich für Funktionen? Was wäre, wenn jetzt der Kurs nicht sich so entwickeln würde, ja, sondern er geht jetzt hier nach unten. Ja. Dann sind wir natürlich hier unten im Geld. Im Geld heißt beim amerikanischen Ausübungsstil, der Käufer der Option, ja, also dem wir das verkauft haben, wir sind ja hier vier Verkäufer, der kann jetzt sein Recht ausüben und sagen, pass mal auf, mein Lieber, ich möchte jetzt meine Aktien zu 380 oder meine ETFs in dem Fall zu 380 verkaufen und dann bin ich in der Pflicht, diese für 380 mal 100 mir ins Depot andienen zu lassen. Ja, das heißt, wir würden dann plötzlich ETFs auf den SPY in einem Wert von $38.000 im Depot haben. Das ist häufig nicht gewollt, besonders nicht, wenn man diese Iron Condor Strategie aufsetzt, um regelmäßige Einnahmen zu generieren und um nicht irgendwie einen Stamm an Aktien oder ETFs aufzubauen. Wir haben uns hier unten aber noch eine Sicherheit hinzugefügt. Das ist die gekaufte Put-Option. Ja, das heißt, wir gehen noch weiter. Wir sagen, der crasht hier richtig durch. Der geht jetzt hier, weiß ich nicht, auf 360. Wie sieht es dann aus? Ja, dann sieht es wie folgt aus. Wir kriegen die Aktien ETFs zu 380. Wir müssen die annehmen. Ja, wir sind in der Pflicht. Aber hier bei 375 haben wir das Recht, diese wieder zu verkaufen und zwar zu 375. Summa summarum wäre dann das Risiko, der Abstand zwischen den beiden Strikes mal 100 wegen der Kontraktgröße 100. Das heißt, wir haben unser Risiko ohne die Prämie zu verrechnen. Wir kriegen ja jetzt auch $112 Prämie. Das heißt, wir hätten hier $500 Risiko abzüglich der Prämie, die kriegen wir jetzt zu Beginn. Dann wären wir jetzt hier bei $380, die uns im schlimmsten Fall erwischen könnte. Wenn der Kurs jetzt aber, gehen wir mal davon aus, es kommen jetzt hier Zinsrückgänge, ja, nicht weiter Anhebung, man kennt ja nur noch Anhebung, sondern jetzt sagt der Paul, pass mal auf, ich habe mich doch ein bisschen vertan, wir senken die Zinsen, ja, und das Ding schießt nach oben. Spiel geht jetzt hier andersrum. Bei 435 würde es bedeuten, wir müssen abgeben zu 435. Das hieße, wenn wir jetzt nicht gedeckt sind, keine ETFs im Depot haben, wären wir minus 100 mal 435 short. Das heißt 43.500 short. Das kann natürlich endlos weiter steigen und jeder Punkt, der weiter steigt, wäre für uns ein zusätzlicher Verlust. Und wir haben jetzt hier beim Iron Condor das mit 440 abgesichert. Das heißt, hier haben wir uns das Recht erkauft, ja, dass wir die Aktie bzw. ETF oder auch das Underlying zu 440 kaufen dürfen. Gleiches Spiel wie unten, das Risiko liegt bei $500. Abzüglich natürlich den $112, die wir in dem Fall an Prämie vereinnahmt haben. Jetzt kennt der ein oder andere auch den Begriff Short Strangle. Das ist jetzt hier der Iron Condor, IC abgekürzt. Wenn wir das jetzt hier wegnehmen und das hier, unsere Absicherung, dann wären wir nicht mehr bei dem Iron Condor, sondern dann wären wir bei dem Short Strangle. Und da kann natürlich das passieren im schlimmsten Fall. Dann hätten wir die 380 mal 100, dann hätten wir ETFs für 38.000 im Depot. Wenn der S&P 500 auf Null fallen sollte, hätten wir im Worst-Case-Szenario dann $38.000 verloren. Und wenn jetzt nach oben, ja, ne, sky is the limit, ist es unbegrenzt. Ne, wenn jetzt beispielsweise der SPX aus irgendwelchen Gründen von 4.336 auf 43.360 steigen sollte, dann hätten wir natürlich eine ordentliche Größe an Verlust generiert, nämlich wir wären ja mit 100 mal 43,5, also mit 100 mal 435, also 43.500 short
und müssten dann theoretisch rückkaufen für 43.360, ne, jetzt mal in dem Fall. Das heißt, hier ist es hochgradig gefährlich auf der Oberseite. Der ein oder andere kann es gerne mal googeln. Option Sellers, die haben mal nackte Call-Optionen auf Natural Gas verkauft. Und da ging es, da sind zig Leute pleite gegangen durch diese Aktion. Da muss man natürlich immer wieder vorsichtig sein. Was sind jetzt die Vorteile von diesem Iron Condor? Oder warum wählen wir ihn? Wie gerade schön erklärt, das Risiko ist begrenzt, dadurch, dass wir auf der Ober- und Unterseite jeweils eine Option kaufen, ja, kaufen wir uns natürlich auch eine Absicherung. Risiko ist begrenzt. Wir haben hier eine High Probability, eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, sprich, die 70%, die sind natürlich klar auf unserer Seite. Der nächste Punkt ist, dieser Iron Condor ist marktneutral. Ja, wir setzen jetzt nicht auf An- oder also auf Anstieg oder Verlust, sondern wir gehen marktneutral rein. Last but not least, wir haben positives Theta. Theta ist einer der großen Griechen, also einer dieser Sensitivitätskennzahlen. Das ist der Zeitwertverfall. Wie gerade gesagt, wir sind ja mit den verkauften Optionen dominant. Das ist ja ein Credit Spread. Und somit haben wir natürlich den Vorteil, dass jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, Sekunde, die vergeht, verdienen wir sozusagen Geld. Das muss man sich natürlich auch überlegen, was sind denn jetzt optimale Voraussetzungen für so einen Iron Condor? Zunächst einmal natürlich die Liquidität. Ja, wir müssen darauf achten, dass wir liquide Titel wählen. Ja, das heißt, alle Big Caps sind liquide. Die ETFs, die ich gerade genannt habe, die sind liquide. Man kann natürlich auch auf den Index traden, beispielsweise SPX oder RUT, das ist ja der Russell 2000, die sind auch liquide. Und jetzt kommt's: Volatilität. Besser wäre natürlich eine höhere Volatilität, weil wir als Verkäufer von einer weiteren steigenden Volatilität belastet werden würden. Wir haben einen Vorteil, wenn die Volatilität fällt. Sprich, wenn wir mit einer höheren Volatilität starten, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch größer, dass die Vola fällt, als dass die steigt. Nichtsdestotrotz, und diese Frage wird wahrscheinlich sich der ein oder andere auch gestellt haben, wie sieht das denn mit dem derzeitigen Vola-Umfeld aus? Ja. Und wenn ich mir das hier nochmal angucke, und zwar anhand eines Indikators, den ich hier auch entwickelt habe, das ist der O4W VIX Trader. Wo ist er denn? Hier. Ja. Dann sieht man hier oben alles, was nah an der grünen Linie ist, also von dieser Mittellinie nach oben abweicht. Das ist ein niedrigeres Vola-Umfeld und andersrum, was von der Mittellinie nach unten abweicht. Das ist ein hohes Vola-Umfeld und da ist es natürlich viel besser, sozusagen Optionen zu verkaufen, weil man dann schlussendlich von der fallenden Vola profitiert. Ja, ich weiß, die Frage stellt sich, das ist doch steigend. Ja, das ist ein Index, der basiert auf Volatilitätsindizes. Und ich habe jetzt hier bei 100 ist das Maximale, was man an Low-Vola erreichen kann. Und die 0 ist das Maximale, was man an hoher Vola erreichen kann. Und wie gesagt, hier ist es natürlich so, dass wir gerade in einem schwächeren Vola-Umfeld uns befinden. Trotzdem, wenn man regelmäßig immer und immer wieder tradet, dann ist das auch okay. Wenn man jetzt nur punktuell an einem Tag tradet, kann man natürlich dann lieber auf Situationen warten, wo die Vola vielleicht ein bisschen höher ist. Obwohl, eins muss man natürlich auch sagen, wir sind schon ziemlich gut bedient worden in den letzten Wochen und Monaten mit höheren Volatilitäten. Und ich glaube, da ist auch der Paul eigentlich ein guter Mann für Überraschung, dass wir wahrscheinlich noch die ein oder andere höhere Vola erleben werden. Und dann kann man das natürlich auch nutzen. Nicht nur für High-Vola-Trades, sondern auch für den Iron Condor. Aber ich habe es ja auch hier eben gezeigt. Ich habe auch in einem höheren Vola-Umfeld jetzt einen Club-Trade aufgemacht, einen Iron Condor. Und wir fahren damit ganz gut. Wir hatten nämlich bei dem
QQQ bei dem ETF auf den Nasdaq den unteren hier, die untere verkaufte Put-Option, die haben wir nach oben gerollt. Die hat sich kaum noch bewegt. Ja, das ist ja auch noch was. Wenn jetzt der Kurs sich so weiter nach oben entwickelt, dann verliert die Prämie hier unten immer mehr an Wert. Was für uns Vorteil ist, wir verkaufen ja teuer und wir kaufen billig. Das ist ja das, was wir wollen. Nur der Fakt ist, wenn wir zu weit uns wegbewegen von dem Strike der verkauften Option, dann haben wir ein sehr kleines Delta. Wir haben ja gestartet mit einem Delta von 10 bis 20. Und wenn wir dann nachher nur noch ein Delta von 2 bis 5 haben, dann bewegt sich da nicht mehr viel, weil das Delta sagt ja auch aus, wie viel die Option an der Bewegung des Underlyings partizipiert. Ja, und wenn dann nur noch 5% sind, an der sie sich partizipiert und nicht mehr die 20, dann wird sich da in der Prämie auch nicht mehr so viel ändern. Und dann sage ich, okay, es sieht aus, als dass es weiter nach oben geht. Und dann rolle ich diese Option nach oben und gebe ihr wieder das Delta, was ich vorher auch schon hatte, nämlich beispielsweise 10 bis 20, so dass ich wieder dabei bin. Und die Optionen hier oben, die habe ich erstmal stehen gelassen. Ja. Aber jetzt gehen wir jetzt mal in die TWS. Das ist ja die Handelsplattform, die wird ja auch zur Verfügung gestellt. Also wenn ihr jetzt beispielsweise bei FX Flat ein Depot eröffnet, das noch nicht getan habt, dann könnt ihr auch auf der Homepage von FX Flat dieses Tool, diese Applikation Trader Workstation herunterladen und dann könnt ihr damit auch traden. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ich bin jetzt hier in der TWS, in der Trader Workstation und ich habe jetzt hier mal ein Blatt eröffnet und jetzt gehen wir hier mal den SPY an, den wir gerade hier angezeigt haben. Wir gehen hier drauf, SPY, holen wir uns rein, ist okay. Und der nächste Schritt ist, gehen wir mit der rechten Maustaste, kann man auch oben hier anklicken, Option Trader. Und dann sind wir in diesem Strategy Builder, ja, und in diesem Option Trader. Hier ist die Optionskette. Und das Erste, was wir machen, das habe ich gerade schon erwähnt, gehen wir in den Strategy Builder, weil wir jetzt 4 Optionen eröffnen wollen. Ja. Wir erinnern uns, wir wollen ja auf der Unterseite die Put-Optionen verkaufen und kaufen und auf der Oberseite die Call-Option verkaufen und kaufen. Und das machen wir jetzt gleich auch. Hier sehen wir die verschiedenen Registerkarten. Ja, also hier müssen wir uns natürlich jetzt auch die Laufzeit aussuchen, die wir da gerade hatten. Das war ja der 21. Juli und genau den nehmen wir jetzt. Falls jemand sich das jetzt auch anschaut, ja, immer gucken, dass natürlich auch die jeweiligen Basispreise dabei sind. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, wenn man es herunterlädt, hat man nicht hier alle Basispreise, sondern 8 bis 10, glaube ich, werden dann nur angezeigt. Und jetzt gucken wir uns das mal an und machen das Spielchen, was wir da gerade gesagt haben. Wir haben gesagt, wir gehen mit 380 und 375. Ja, 380 und 375. Wir verkaufen hier die Put-Option und wir kaufen die Put-Option. Ja, das ist jetzt der Bull-Put-Spread. Hier steht Bull-Spread. Das ist der eine Teil des Iron Condors. Und der andere ist ja der Bear-Call-Spread. Gehen wir jetzt hin. 4,35, 4,40 war das ja. Gehen wir hier rein. 4,35 und 4,40. So, das ist jetzt hier dann unser Iron Condor. Ja, das ist dann aufgestellt. Wie gesagt, wir kriegen jetzt eine Prämie. Ich hoffe, das funktioniert. Ich nehme jetzt den Mittelwert, gehe auf Übermitteln. Und was wir jetzt sehen, ist hier, was an Prämie schlussendlich übrig bleibt. Und hier sehen wir auch noch Erst- und Mindesteinschuss. Und hier sei noch mal gesagt, für all jene, die ein Margin-Konto haben, die Margin entspricht natürlich auch dem Portfolio, welches man aktuell im Depot hat. Ja, das heißt, das ist unterschiedlich vom Portfolio zu Portfolio. Dann gehe ich jetzt überschreiben, übermitteln. Jetzt ist hier blau, das war Warteschleife, jetzt sind wir grün.
Und jetzt gehe ich mal, ja, wir müssen ja auch ein bisschen hier auf die Uhr gucken, wir können ja jetzt nicht ewig warten, gehe ich mal hier rein und jetzt bin ich ausgeführt. Das heißt, hier habe ich jetzt ohne Prämie 117 Dollar mit verdient. Ne, wie gesagt, wenn wir zwischen 380 und 435 sind, zwischen den beiden Strike-Preisen, alles fein. Und wir gehen jetzt mal ins Portfolio, ne, jetzt nicht irritiert sein, da ist einiges drauf. Und hier ist jetzt der Iron Condor. Und man kann den auch noch wieder aufklappen. Ne. Das ist jetzt ein Paper Trading. Empfehle ich, um die Technik zu erlernen. Ne. Paper Trading. Das ist wirklich 1:1 simuliert. Für die Technik üben, perfekt. So, und jetzt kann man das hier aufklicken. Und dann sieht man, das rote, das ist die verkaufte Option, ne, die verkaufte Call auf der Oberseite und hier unten die verkaufte Put auf der Unterseite und dann jeweils die gekauften Optionen, ja, die gekaufte Put und die gekaufte Call. Und hier kann man sich jetzt auch einzeln anzeigen lassen, wie diese jetzt reagieren. Ich sage immer, unrealisierter Gewinn und Verlust soll man sich hier einblenden lassen, gebt mal rechte Maustaste, ja, dann kann man das hier auch mit beiden anzeigen, dass da jetzt nicht nur der Dollarwert angezeigt wird, sondern der Prozentwert auch, weil, wenn wir uns jetzt nochmal angucken für ein Setup, gibt es viel, was man hier machen kann. Ich würde sagen, ja, das ist jetzt hier auch von Tasty Trades übernommen, die dann sagen, bei 21 Tagen vor Verfall sollte man sich das hier auch nochmal anschauen. Also all jene, die sich dafür jetzt interessieren, also für diese kleine Unterlage, können mich gerne anschreiben, mail@optionsforwinners.de. Werde ich dann auch mit der Präsentation entsprechend antworten. Ne? Aber für alle, die jetzt wirklich im Beginn sind, würde ich das wie folgt machen. Ich würde hier bei 50% Profit rausgehen und bei 200% Verlust. Das würde ich am Anfang, weil es wird sonst sehr komplex und man muss ja erstmal ein bisschen Luft schnuppern, auch ein bisschen das Optionsleben. Ja, man kann es natürlich auch so machen, dass man erstmal 1, 2, 3 Iron Condors hier im Paper Trading laufen lässt und dann beobachtet, wie sich ja die Option, wie sich die Kurse entwickeln. Ja, eins ist wichtig, das ist nicht live, ja, das ist dann Paper Trading, also Demo. Ja, es ist nicht 1:1, aber man kann trotzdem dann schon mal gucken, ob man dann, wenn man den Trade beispielsweise laufen lässt, also verfallen lässt, bis zum Schluss, wie sich das ergeben hat. Ja, und dann kann man natürlich den Schritt wagen und sagen, ich gehe jetzt mal rein mit einem Iron Condor, suche mir aber ein Underlying mit einem niedrigeren Kurs und so würde ich auch starten. Ja, dann nimmt man, weiß ich nicht, dann nimmt man mal Intel, ich weiß nicht, wo die jetzt liegen, 40 Dollar oder irgendwas, oder Altria oder AT&T, irgendwelche Werte außerhalb der Earnings und dann testen. Ja, dann wirklich live reingehen, weil vom Versuchen alleine hat noch keiner Geld verdient und da müsste man mal reingehen. Ja. Sind da in der Zwischenzeit Fragen gekommen, Nelson? Oh ja, ganz viele. Oh, da muss ich mal nochmal fragen. Solltest du dir das mal anschauen. Ich habe die alle markiert. So. Gut, gut. Ich fange mal oben an. Ja, wann ich von den definierten Delta-Werten abweiche. Die Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich jetzt nicht verstanden. Ich würde mit definierten Delta-Werten anfangen, also mit den verkauften Optionen und dann für dich einen fixierten Abstand nehmen. Wie gesagt, wenn wir jetzt 5 Punkte Abstand bei dem SPY nehmen, haben wir maximales Risiko ohne die Verrechnung der vereinnahmten Prämie bei 500 Dollar. Ja. Es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass die gekauften Optionen natürlich auch Einfluss auf die verkauften haben. Sprich,
Wenn du näher mit den Gekauften an den Verkauften bist, machst du natürlich auch die Verkauften unbeweglicher. Ja? Beispiel Zeitwertverfall. Wenn die jetzt nackt wären, hast du natürlich volle Ladung Zeitwertverfall. Wenn du aber darunter eine Option kaufst, ja, die kostet Zeitwert, dann würdest du das natürlich wieder rausnehmen. Und diese Fragen muss man sich vorher stellen. Ich würde zu Beginn, wie gesagt, nicht mit einem zu großen Gap gehen. Ja, bei den kleinen Werten wirst du es sowieso nicht schaffen. Hier bei den größeren würde ich dann, also es ist jetzt einfach eine Empfehlung, mit einem Abstand von 10 beginnen. Ja, und dann halt immer vor Augen haben, dass im schlimmsten Fall 10.000 verlustig werden könnten ohne Verrechnung der Prämie. Und natürlich auch, dass du im Hinterköpfchen deine Verlustgrenze hast. Jetzt, wie ich gerade erwähnt habe, diese 200% Verlust. Ja, wenn eine 200% Verlust würde jetzt hier bedeuten, wenn ich mit diesen hier 114 Dollar verdient habe, würde ich schließen bei 228 Dollar Verlust. Zweimal 114. Wenn ich jetzt aber das für meine Option wissen möchte, dann ist das ja wie folgt. Ich habe ja die 114 und ich mache ja Verlust als Verkäufer, wenn die Option teurer wird. Das heißt, ich schließe dann, wenn die Option 3,42 kostet, weil dann ist die ja um 200% gestiegen und das wären dann die 200% Verlust, die du maximal hier nach diesem Regelwerk generieren würdest. Nächste Frage: Wie kann man Kurslisten von meine Fragen, beispielsweise DAX oder Nasdaq in ETF automatisch als Watchlist anlegen? Also du kannst, im Club haben wir Kurslisten für die TWS, die du hochladen kannst. Du kannst mich gerne anschreiben, dann schicke ich dir die Kurslisten zu. Die kannst du einfach hier reinholen. Du machst das Plus, du machst einen neuen Namen. Ja, dann gehst du hier auf DAX, dann gehst du auf rechte Maustaste und dann gehst du auf Importieren, Exportieren und hier drauf. Und wenn du die Kursliste hast, ja, die ich dir zuschicke, wenn du mich anschreibst, dann kannst du die so importieren. Also wie funktioniert der O4W-Best-Indikator? Der O4W-Best-Indikator, der ist sozusagen auf 5 Subindikatoren gebaut. Und die Subindikatoren sind halt unterschiedlich. Das wird, glaube ich, jetzt ein bisschen zu sehr den Rahmen sprengen. Auch hier, Elbandi, da kannst du direkt in einem Rutsch auch die Beschreibung vom O4W Best Indikator haben, schicke ich dir gerne zu. Da werden dann auch die einzelnen Subindikatoren beschrieben. Wie findet man ein passendes Underlying für den Optionshandel? Was und wie wählt Thorsten seine Underlyings aus? Ja, das sind ja gute Fragen. Da kann man schon fast denken, ich hätte dich bezahlt für die Fragen, aber das habe ich nicht. So, also wir haben jetzt hier, das ist jetzt das, was wir im Club haben, das ist ja dieser Panikbericht, den kriegt er auch, wenn er mich bei Instagram verfolgt. Der wird jeden Morgen um 6.30 Uhr aktualisiert, kommt ein bisschen später dann bei Instagram rein. Und hier habe ich auf Basis meines O4W Best Indikators, werden täglich Werte, ja, unterschiedliche Werte nach dem Prinzip des O4W Best Indikators gefiltert und um 16.05 Uhr hier hochgeladen. Und dementsprechend gehe ich dann bei der Titelauswahl bei meinen Strategien vor. André Berger. Ja, das ist immer mit den Erwartungswerten. Ja, da gebe ich dir recht. Da muss man natürlich sich das hier auch genau angucken. Das ist hier bei Optionstrat, wo ist es jetzt, ist das natürlich, kann man sich das natürlich auch die Werte nehmen, um das jetzt nochmal zu berechnen. Es geht jetzt einfach, damit die Leute das auch komplett verstehen, nur, dass wir eine hohe Trefferquote haben, weil wir eine breite Range durch die Entwicklung des Underlyings hier haben. So. Gehen wir mal weiter. Welche Rohstoff-Futures eignen sich für Anfänger und wie wählt man das passende Setup aus? Wäre negativ als Future-Option. Also, als Anfänger würde ich sowieso nicht auf Futures traden. Das mal vorab. Also, Futures ist eine andere Kategorie. Optionen auf Futures, ne, das kann man ja machen. Ne, man kann ja Optionen auf Crude Oil, das ist CL, oder auf Natural Gas,
NG kann man natürlich machen, würde ich aber trotzdem nicht ohne zu lernen empfehlen. Absolut nicht. Da kann einiges schiefgehen. Wir haben jetzt beispielsweise gerade im Club aktiv einen Bullput-Spread auf Weizen. Ja, das ist das, was wir hier haben. Das sind ja auch so alles so Sachen, die man machen kann. Wir haben jetzt hier auch so einen diagonalen Bullput-Spread haben wir jetzt hier auch aufgemacht. Das sind halt alles Möglichkeiten, die man entsprechend der Marktsituation eröffnen kann. So, wie repariere ich den Iron Condor, wenn ich in Bedrängnis komme? Das ist natürlich eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Wie gesagt, das Erste, was ich machen würde, ist, wenn du innerhalb der Strikes brichst und nicht deine Verlustgrenze, wie gerade erwähnt, die 200% erreicht hast, würde ich jetzt erstmal nichts machen. Wenn du aber nicht mehr in diesen Strikes bist, das heißt, die Ober- oder Unterseite ist touchiert, die verkaufte Call oder die verkaufte Put, dann überlege ich, sind noch 21 Tage Laufzeit, ja oder nein. Wenn noch mehr als 21 Tage Laufzeit ist, dann, das ist eine Empfehlung, die ist von Tasty Trades, ob man das jetzt als Anfänger macht, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber dann kannst du es auch laufen lassen. Wenn die 21 Tage nicht mehr da sind, dann haben wir natürlich Folgendes. Wir haben ja neben dem Theta haben wir auch noch ein Gamma. Und das kann natürlich dann auch schnell richtig böse werden, weil wir sind ja am Geld mit einer Option und dann auch noch das Gamma in den letzten Tagen. Das schießt natürlich ordentlich hoch. Dann würde ich entweder schließen oder rollen. Das heißt, ich kann natürlich den Iron Condor, hier ist das erste. Und hier ist das zweite, ja, das schießt jetzt nach oben. Dann kann ich den natürlich nach hier rollen. Ja, das heißt, hier schließe ich und hier eröffne ich neu. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist hier die ungetestete Seite schließen. Die ungetestete Seite ist die hier. Die schließe ich, weil die wird sowieso kaum noch Prämie haben. Das heißt, hier mache ich schon fast den vollen Gewinn. Das kann ich machen. Oder ich lasse die untere Seite laufen und schließe diese Seite hier. Dann generiere ich aber wirklich ordentlich auch Verlust. Das sind halt alles Möglichkeiten. Also so, wir haben 4 Legs, also 4 Optionen. Da kann man natürlich wirklich einiges machen. Das ist aber auch etwas, was ich am Anfang, wie gesagt, nicht empfehle. Ich würde einfach gucken, ist man innerhalb des Strikes? Wenn ja, dann ist alles gut. Und wenn nein, gucke ich, habe ich die 200% Verlust überschritten und dann schließen. So würde ich das machen. Könnten Sie das Regelwerk nochmals einblenden? Du kannst mich auch duzen. Ja, hier ist es. Wann sollte ich reparieren, wenn Strike ist? Habe ich gerade erklärt. Genau. Sollte man beispielsweise auf den SPY Iron Condor einen Take Profit und Stop Loss in die TWS legen und wie sollte Take Profit und Stop Loss bei SPY gelegt werden in Prozent? Ja, wie gesagt, ich würde zu Beginn würde ich vielleicht anfangen, dass man 50% mit einer Limit Order, einer Take Profit Limit Order reinsetzt und dann 200% mit einer Stop Limit Order minus. Ja, das so würde ich das reinsetzen. Ja. Da gibt es natürlich noch an, also da kann man auch bei den Orders kann man natürlich ganz, ganz viel machen. Wenn man solche Orders reinbringt, muss man natürlich auch gewiss sein, und das habe ich auch hier als Voraussetzung schon angemerkt, dass die auch sehr liquide sind. Ganz wichtig. Okidoki. Gucken wir uns mal kurz an, ob da schon irgendwelche großen, nee, das ist das Falsche, das ist noch ein anderes Konto. Tipp, tipp, tipp. Also hier sieht man, es bewegt sich. Ja. Genau. Also das war jetzt der Iron Condor vorgestellt für Anfänger. Ja, also für Anfänger, worum es sich beim Iron Condor handelt, was das maximale Risiko ist, mit einer kleinen Empfehlung des Setups. Wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht so viel rollen, außer man will sich im Rollen üben. Ansonsten immer das gleiche Spiel bei 50% Profit raus und bei 200% Verlust raus. Rollen insofern natürlich ja, wenn du den jetzt beispielsweise im Profit geschlossen hast oder im Verlust, kannst ja gucken, wie die aktuelle Situation ist und dann machst du halt wieder einen erneuten Iron Condor auf. Nur mit diesen getesteten Seiten, das ist nicht so einfach. Das würde ich vielleicht zu Beginn nur in Begleitung machen. Option Strat bitte nochmals anzeigen.
Okidoki, haben wir ja gut geschafft. 5 Minuten hätten wir noch, aber warum sollen wir die Zeit nehmen, wenn wir sie jetzt hier nicht mehr brauchen? Außer es sind noch ein paar Fragen. Ansonsten, Nelson, würde ich sagen. Ja, da ist eine beziehungsweise zwei Fragen sind noch offen. Okay. Kannst du dir nochmal anschauen? Einmal die Frage um 16.24 Uhr von André. Achso. Ah ja, genau, 16.24 Uhr. Wo kann man die historische Wohler in der TWS ablesen? Ja, das kann man auch machen. Du kannst hier unten bei den Charts, also du kannst dir die Chart anzeigen lassen, dann gehst du hier drauf auf Chartparameter und dann klickst du historische Volatilität an, übernehmen, okay, und dann siehst du halt den Vergleich von der historischen und zur optionsimplizierten Volatilität. Oh, ich finde das gut mit den Flaggen. So, genau. Würdest du dazu raten oder davon abraten, die verkauften Put-Call symmetrisch zum aktuellen Kurs oder im Trendrechnung im größeren Abstand? Oder? Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wollte zuerst, das war auch eigentlich Teil meiner Präsentation, aber ich habe gedacht, weil wir halt so viele Anfänger sind, das wird ein bisschen viel, weil Iron Condor ist ja schon viel. Also man kann natürlich, das ist eine ganz gute Frage, weil der Vorteil von hier ist ja einfach, dass wir doppelt profitieren, auf der Unter- und auf der Oberseite. Jetzt haben wir aber Kurse, ja, wo jetzt nicht eine zwingend sichtbare Neutralität zu erkennen ist, also dass es sich seitwärts bewegt, sondern bei manchen Kursen ist es ja definitiv auch so, dass man vielleicht mehr in Aufwärtsbewegung ist. Und dann würde ich den Iron Condor asymmetrisch aufsetzen, das heißt der Bull Put Spread auf der Unterseite, der Bull Put Spread näher am Geld als auf der Oberseite der Bärkreuzbett. So hat man auf der einen, oder man hat, ich sage es auch mal so, das ist für mich ein gepimpter Bullput-Spread, weil das ist ja eigentlich nicht wirklich viel, aber ein bisschen. Und ein bisschen macht den Braten doch fett, und das kann ich jetzt hier auch noch mal kurz zeigen. Das sind jetzt hier die Club-Trades, die sind jetzt seit Anfang des Jahres hier getradet, und man sieht, das sind alles kleine, das sind 30k Depot, ne? 30.000er Depot. Das sind alles kleine, ne? Und hier sowas tut natürlich weh. Ja, und dann sehen wir trotzdem, das sind 1205 Dollar. Ne, hier können wir uns nochmal monatlich uns hier anschauen. Ne, jetzt haben wir auch ganz gut abgeschnitten. Das sind halt alles solche kleinen Trades. Die sind aber alle mit einer hohen Trefferquote und, wie gesagt, Regelwerk früh genug rausgehen. Ne, das ist das. Und wenn wir uns jetzt nochmal den QQQ angucken, hier ist er. Ne, da habe ich es ja auch geschrieben. Da haben wir nämlich schon 96 Dollar durch den geschlossenen Short-Put verdient und haben dann den Short-Put des Iron Condors von 250 auf 265 gerollt. Ja, das sind halt alles solche Dinge, die man da machen kann. Deshalb, ich würde nicht nur auf die Prämie achten, sondern auch, Ihr Kollege hat es auch gesagt, Erwartungswert und natürlich Trefferquote, dass das auch dem Marktumfeld passt. Und auch diese Anmerkung gerade, ja, die er das gesagt hat, was ich immer wieder sage, asymmetrischer Iron Condor ist ja etwas, was man eigentlich auch immer machen kann. Genau. So, damit wir auch die Zeit einhalten, dann bitte keine Fragen mehr reinstellen. Wir haben noch 4 offene. Also, kann Thorsten den FOB auf ZW mal erklären und wie hoch das Risiko maximal ist? Ja, das Risiko ist natürlich hier bei dieser Future-Option auf Weizen, genauso jetzt im Spread. Ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Größe der Spread hat. Eine Sekunde. Wenn man so viele Konten hat, muss man natürlich überlegen, wo jetzt der richtige ist. Hier. Ich glaube, wir haben hier ein Risiko, das sind jetzt 25, ich glaube, das sind ungefähr 1200 Dollar, ist glaube ich das Risiko ohne die vereinnahmte Prämie. Den haben wir aber auch schon gerollt. Wir hatten auch schon einen Bergkoll-Spread drauf, den ich jetzt mit Verlust mit 43 Dollar geschlossen habe. Dann hatten wir einen Bergkoll-Spread, der mit Gewinn war. Also da muss man gucken, weil die Kontraktgrößen, sie sind bei den anders als bei den Aktienoptionen. Ne? Das heißt, wenn man jetzt hier mal drauf geht, dann sieht man es gleich, von 5000. Ja? Das heißt, 50 mal 25, 1250 ist hier das Risiko. Ne? Genau. Also ohne die vereinnahmte Prämie.
So, dann die nächste Frage. Mit den roten Fähnchen gefällt mir echt gut. Wie viel Prozent Rendite kann man mit Optionen im Monat dauerhaft machen? Wie hoch ist die Rendite vom O4W in den letzten Jahren gewesen und die Rendite von Thorsten im Optionshandel selbst? Also das, was ich mache, muss ich ganz ehrlich sagen, da hab ich mir doch die Schweizer Mentalität angewohnt, ne? Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Was wir hier im Club ansteuern, und das kann ich auch offen kommunizieren, das sind 1% im Monat. Ja, also 1% im Monat, und das ist also auch definitiv in der Vergangenheit so gewesen, und das ist halt auch etwas, mit dem man gut kalkulieren kann. Ja, wir machen hier auch keinen Zockerclub. Ja, wir gehen natürlich immer auf das Rendite-Risikoprofil, und hier im Club sind wir kein Signaldienst, ja, sondern wir sind welche, die zusammen traden und lernen wollen. Ja, das ist halt ganz wichtig. Gibt es einen Backtest? Ja, Backtests gibt es von ganz vielen. Ja, also jetzt hier von dem speziellen nicht. Ich habe den auf den SPY auch gebacktestet. Da war, glaube ich, bei Option Omega habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, bei knapp über 83%. Ich habe das eben nochmal geguckt. Wie viel braucht man als Startkunde? Reichen 2K aus? Ich empfehle bei mir im Club 10.000. Was heißt asymmetrisch und symmetrisch? Bitte einmal erklären. Ja, asymmetrisch heißt oder symmetrisch heißt, wenn der Abstand der Oberseite gleich dem Abstand der Unterseite zum Underlying ist. Und asymmetrisch heißt einfach, wenn ich jetzt einen Iron Condor mehr bullisch oder mehr bärisch ausrichte. So, dann haben wir alles geschafft. Das ist doch traumhaft. Ja, freut mich. Also ich bin auch sehr, sehr froh über so viele Fragen, und mich freut es natürlich, wenn so viele Zuschauer da sind. Also, nächste Mal geht es weiter. Da machen wir den Jade Lizard, den Reverse Jade Lizard. Das ist nächste Woche. Ja, und da bitte ich auch mir mal, wenn das Video hochgeladen ist bei FX Flat, und das macht ja FX Flat auch, das haben Sie ja auch eben gesagt, hat der Nelson ja auch eben nochmal zugesagt, dass es da eine Aufzeichnung gibt. Gebt mal einen Daumen hoch und schreibt da mal ein paar Kommentare rein, was ihr hören wollt, was mehr, was weniger. Stört euch das Geschwätz zwischendurch? Wollt ihr mehr auf die TWS eingehen? Na, also ihr bestimmt sozusagen das, was wir hier machen. Es muss natürlich zum Thema passen, und das sind die Optionsstrategien. Ich danke euch herzlichst. Ich hoffe, ihr habt bei euch auch Sonnenschein hier in Düsseldorf. Ihnen scheint die Sonne, beim Nelson in Ratingen wahrscheinlich auch. Und dann genießt den Tag und habt ein schönes, langes Wochenende. Super, vielen, vielen Dank, Thorsten. Du hast im Prinzip alles schon gesagt. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Und bis dahin alles Gute. Passen Sie auf Ihre Position auf. Und für diejenigen, die sich ein paar Tage frei nehmen, ein schönes, langes Wochenende. Bis nächste Super. Woche. Danke. Ciao. Tschüss.